geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu meinem 16. Geburtstag. Hier ist Sahar und hier ist Sano. Hallo Sano. Hi. Sano hat aktuell eine Midlife-Crisis. Was ist los? Schule ist schwierig. Aber das Leben ist zumindest gut, wenn du nicht in der Schule bist. Ja, zu Hause ist sehr gut. Zu Hause ist sehr gut, ja. Okay, das ist das Duplikat und da hinten sitzt das Original. Sie sind beide fast gleich alt und kein Witz, beide heißen Sano. 16 Jahre alt, so alt bin ich geworden. Und hier sind meine Schwestern, mit denen ich diesen Geburtstag feiern werde. Sano, heute ist ein guter Tag, du siehst gut aus, ja? Ich meine, weißt du, ist gut, ist gut. Ja, hast du mein Geschenk? Ja. Okay, hol's. Okay. Okay. Also meine Geburtstagsparty ist heute Abend. Wir fahren in eine Bar, die wir gemietet haben und feiern dort nicht mit Freunden. Ja, Fake Sano fährt nicht mit, Original Sano fährt auch nicht mit. Heute ist mein Geburtstag, sag ein paar nette Worte über mich. Okay. Wie hast du mich kennengelernt und wie geht's dir? Was heißt, wie hast du mich kennengelernt? Erzähl einfach. Was? Also ein paar nette Worte. Ich mag dein Outfit heute. Es schaut schön aus. Danke. Lass die Sau raus. Ich hoffe. Und ich freue mich sehr auf den Geburtstag. Ich habe jedes Jahr einmal im Jahr Geburtstag und heute ist es soweit, beziehungsweise morgen. Wir feiern rein in den Geburtstag. Genau, wir feiern rein und wir werden noch morgen ein bisschen weiter vloggen. Sano, sag ein paar nette Worte über mich. Du bist nett, du bist der beste Bruder. Du gönnst immer sehr viel Essen. Okay, wow. Ja. Das ist alles? Was ist los mit Warte, dir? Warte, ich will noch weiter sagen. Okay. Du bist der beste Bruder. Du findest mich besser als Marci. Habe ich nicht gesagt. Okay, okay. Leute, ich benutze seit kurzem so Achselpads. Das habe ich in meinem Hemd, damit mein Schweiß abgefangen wird. Also das klebt. Das Problem ist, es klebt nicht so gut. Sag, kannst du das nehmen? Oh, geh weg. Okay. Verpiss ja. dich. Und wir Frauen benutzen Nippel. Was? Okay, das sind jetzt deine Geschenke alle? Ja. Du hast mir mehrere Geschenke besorgt? Ja. Okay. Das ist das erste Geschenk von Sahar. Calvin Klein Tanga. Dann kannst du auch so Insta-Story machen. Oh, oh, okay. Leute, das habe ich von Sahar bekommen. Das kann ich ja dann bei deinem Begräbnis anziehen, Sahar. Nächstes Geschenk von Sahar. Ja, das ist für den Sommerurlaub, habe ich mir gedacht. Okay, also wir fliegen ja bald in den Urlaub. Ja, das sieht aber nice aus, okay? Oh, Proteinpulver. Ich versuche, das Maximum aus meinem Körper herauszuholen, um zu sehen, wie gut ich aussehen kann. Mache ich das gut, findest du? Ja, sehr gut. Noch mehr Proteinpulver. Danke, Sahar. Erstmal. Danke. Okay. Danke, Sahar. Ja. Okay, jetzt machen wir Sanos Geschenk. Dazu will ich das sagen, das brauchst du unbedingt. Okay. Ich habe noch was, aber ich. Du kommst später, okay? Ich hab's jetzt nicht. Aber ich dachte, du hast noch was. Du kommst später. Okay. Ich hatte Zeitdruck, ich hatte keine Zeit mehr wegen Schularbeiten. Ich dürfte fast nie rausgehen. Sano, du hast nichts zu tun den ganzen Tag. Du hängst zu Hause rum und schaust TikTok. Und du nicht? Ich will nicht streiten, aber du hast genug Zeit gehabt, um Sachen zu besorgen, okay? Ich bin dankbar für das, was ich bekomme. Aber das brauchst du unbedingt. Okay. Ist es das, wofür ich dir Geld gegeben habe? Nein, nein. Hast du das mit deinem eigenen Geld gemacht? Ja, ich schwöre. Okay. Axe. Oh ja, das kannst du echt gebrauchen. Warte, recht. Ein Duschpaket. So oft dusche ich gar nicht, aber warte. Ja, genau, das ist das Problem. Ja. Erstmal, ja. Danke, boah, Sarah. Jetzt ist der gut. Meine allerschönste und liebste Schwester. Was ist das andere Geschenk? Willst du es sagen? Ich habe eine Sache, aber ich brauche noch ein paar Sachen. Hä? Ich habe eine Sache, aber ich muss das... Okay. Du wirst es dann sehen, okay? Okay. Danke, Leute! Alibaba! 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 Die Kamera weg! Alibaba! Alibaba! Jetzt hast du es! Ich kenne den Song! Ich kenne den Song! Ich kenne den Song! Ja! Hey! 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 Hey!
der Tag danach ist da. Heute ist eigentlich mein Geburtstag. Gestern haben wir in den Geburtstag hineingefeiert. Ihr habt ja ein paar Clips gesehen, wie wir da gefeiert haben. Es war richtig lustig. Wir haben die Sau rausgelassen. Nein, so. Wir können euch sagen, es war ein sehr lustiger Abend. Es war ein sehr lustiger Abend. Also, sogar afghanische Tänze. Wir gehen heute hinaus. Ich habe einige Geschenke bekommen. Ich zeige euch das lustigste Geschenk. Das ist Zahnbürste, aber nicht für die Zähne, okay? Nimm mal. Sondern das ist keine Zahnbürste, das ist eine Popodusche. Das ist so ein Ding zum Arschloch putzen nach dem Scheißen. Und ich habe das bekommen, man füllt da Wasser rein. Als meine Mutter das Geschenk gesehen hat, hat sie gefragt, ob man sich erst in den Arsch steckt. Das macht man nicht. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Geschenk, damit werde ich meinen Arsch putzen und meine Zähne. Danke, Nadine. Wir haben aber jetzt den... Sano, was ist mit dir? Warum schaust du so? Und warum siehst du aus wie ein Indianer? Was hast du da an? Ein Kleid. Na, das sieht aus, als hätte man vier Teppiche genommen und daraus ein Kleid gemacht. Gehen wir jetzt bei einer Hochzeit oder was soll ich mich jetzt schick machen? Nein. Wir gehen nur spazieren und essen. Da ich meine Geschenke nicht vor euch aufmachen konnte und ich kann jetzt nicht die Reaktion faken, aber es waren sehr schöne Sachen dabei, machen wir etwas hier auf, was wir eigentlich schon länger hätten aufmachen müssen, und zwar Fanpakete. Die Pakete! Wir gehen dann gleich hinaus. Leute, wir haben gerade ein Paket aufgemacht, aber das Paket war Werbung. Warte, die Person wohnt in Deutschland in Hamburg. Ja, das ist das nächste Paket. Hallo Familie Nuri. Wir heißen Hamosa und Mojda. Okay, das kann ich so gut aussprechen. Afghanische Kinder. Wir lieben eure Videos, weil sie uns immer zum Lachen bringen. Aha. Ihr seid unsere Lieblings-YouTuber, deshalb haben wir euch ein Fanpaket zugeschickt. Leider ist Marse nicht da, sonst hätten wir ihm auch was geschenkt. Fangen wir mal mit etwas für Alibaba an, weil es sein Geburtstag ist. Das schaut doch mal gleich nach etwas aus, das du gebrauchen könntest. Okay, ein Deo schon wieder. Mach mal auf. Leute, ich habe so viele Deos jetzt. Hä? Sei nicht undankbar. Okay, okay. Aber die Leute verarschen mich jedes Mal mit Deos. Schau. Die Leute gehen nur sicher, dass du gut riechst. Uff. Aber danke euch wirklich vielmals. Was ist das nächste? Ein Liquid Lipstick. Ey, das ist cool. Da steht mein Name drauf. Das ist ein Lippenstift, Alibaba. Okay. Uff, ja. Da schaut ja glatt wieder Duschgel. Leute, wieso immer Duschgel und Deo? Amosa und Mojda John, ich danke euch. Catrice von... Oh mein Gott. Uff, wasserfest. Das kommt perfekt für den Sommer. Geil. Ohrringe. Zeig mal her. Wow. Damit siehst du aus wie eine alte Frau. Schnauze? Ja. Was ist los? Nichts, ich freue mich über die Ohrringe. Sag, wie hättest du getanzt auf meinem Geburtstag gestern, wenn du mit dabei gewesen wärst? Ihr habt so getanzt! So! Und dann so! Ja, wisst ihr, gell? Ja. Gott sei Dank haben wir dich nicht mitgenommen. Wir werden uns ein Lahmacun reinfetzen. Die Torte haben wir gestern leider verpasst. Die Torte ist nicht im Vlog. Oder haben wir die Torte in den Vlog bekommen? Ich weiß nicht, du. Sag, warum redest du so österreichischen Dialekt? Ich weiß nicht. Ja, genau. Also ich stelle dir eine Frage, du beantwortest sie, okay? Okay. Hey, woher kommst du denn ursprünglich her? Aus dem Afghanistan. Dieser Hund ist so süß. Was? So süß. Aber sein Ding, sein Dings ist wirklich lang. Das war ein Dackel, oder? Ja. Ein Dackel? Ja, aber ich habe noch nie einen schlanken Dackel gesehen. Die sind immer so fett. Das ist Bodyshaming gegenüber Hunden, weißt du das? Hä? Du meinst ja, alle Dackeln sind fette Bastarde, hast du gerade gesagt. Hä? Das habe ich nicht gesagt. Bearbeite das nicht schon wieder so. Was, wenn wir Waffeln essen? Was? Waffe? Ich höre Waffeln. Was? Wir gehen Waffeln essen. Waffeln essen? Ich hätte halt nur Bock, aber ich sollte eher was Gutes essen. Was Nein, ist du musst was Schlechtes essen. Unsere Eltern waren ja letzte Woche nicht da. Jeden Abend kam Sano nach Hause und hat sich eine Waffel geholt. Ich habe dich ja dabei erwischt, wie du gelogen hast, als ich dir gesagt habe, was hast du heute gegessen? Und du meintest Gemüse. Und dann komme ich nach Hause und finde im Toaster einfach Überreste von Nutella. Es heißt nicht Gemüse, es heißt Gmirs. Ich habe kein Nutella gegessen, ich schwöre, ich habe... Hast du Nutella gegessen? Ich? Ja. Wann? An einem Tag in der letzten Woche. Ja, sicher. Okay. Was ist das für eine Frage? Ja, passt. Dann tut es mir leid, aber ich nehme meine Entschuldigung offiziell zurück. Ich esse immer nur Nutella. Okay. Kannst du das, was du gerade gesagt hast, im Dialekt sagen? Ich was esse meinst du? Was meinst du? Wir gehen Lahmacun essen. Ein Plätzchen werden wir schon finden. So schön. Dieses Wetter macht so glücklich. Genau. Sano, weißt du, wenn ich dich so sehe, ich kann das gar nicht glauben, weil du siehst aus wie so eine komische kleine Frau einfach. Danke. Okay? Aber Sano ist in unseren Augen noch ein Kind. Ja, stimmt. Sie ist halt noch ein richtiges kleines Scheißkind. Was? Du bist immer noch ein richtiges Scheißkind in unseren Augen. Nimm ich als ein Kompliment. Vor allem Scheißkind. Kannst du nicht damit aufhören, älter zu werden? Geht nicht. Wieso nicht? Geht einfach nicht. Dein Verhalten wird auch immer schlimmer. Was meinst du? Dein Verhalten wird schlimmer. Du bist ein
böser Junge, gehst jeden Tag raus, feiern alles. Was laber? Salo, ich war an meinem Geburtstag nur, sonst niemals. Oder du spielst am Abend um 20 Uhr bis 5 Uhr oder so FIFA und schimpfst dann um 3 Uhr, dass ich noch alles hören kann. Es gibt eine Schlange beim Restaurant, scheiße. Oh, scheiße. Die können scheißen gehen. Leute, Sars Dialekt ist einfach wild. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Soll ich dir das beste Anmachspruch sagen? Du musst nicht mehr Disney Plus anschauen. Was? Warum? Weil du schon eine Prinzessin hast. Ich habe noch einen. Kannst du dir etwas aufbewahren? Ja, was denn? Für mich für immer. Da waren gerade im Bus, der an uns vorbeigefahren ist, ein paar Zuschauerinnen. Ja. Und die haben so zu uns gewunken. Ja, aus dem Bus. Kennt ihr das, wenn Busfahrer sich sehen und dann so machen? Wir waren essen, wir wollten Lahmacun essen, aber es hätte 20 Minuten gebraucht. Außerdem habe ich gesehen, dass sie neues Dönerbrot haben. Ja. Und es war frisch und es sah so warm und knackig aus. Und dieses Wetter gerade gibt uns einfach Traum. Sarah, pack mal einen weiteren Satz im Dialekt aus. Na, was soll ich sagen? Na, was soll ich sagen? Ich kann es nicht. Nein, aber mach mal einen Anmachspruch. Achso, okay. Wollen wir Verstecken spielen? Nein. Okay, gut, dich findet man eh schwierig. Schwer. Den hat sie letztens bei mir schon gebracht, aber sie hat ich wusste nicht, dass es ein Anmachspruch ist und sie hat zu mir gesagt, Sai, wollen wir Verstecken spielen? Ich so, nein. Sie so, gut, ich findet man eh schwer. So, what the fuck? Ich wollte nur meinen Pyjama anziehen. Wir sollten mal so eine Witze-Episode machen mit so Anmachsprüchen und so. Was hält ihr davon? Ja. Das wäre schon geil. Ja, schon. Okay. Aber ich glaube, Sana wird uns auseinandernehmen. Wie wäre es, wenn ich Anmachsprüche zusammensuche und wir machen ein Video und wir bewerten diese Anmachsprüche? So wie wir es mit Witzen gemacht haben. Aber kann ich dir auch... Das gefällt mir. Das ist viel besser als Witze-Episode. Aber kann ich auch die sagen, die ich hier heute gesagt habe? Ja, okay. Dann drehen wir das diese Woche noch, okay? An einem Abend. Und wir rufen noch Armin. Wir rufen noch... Sarah, wir drehen das diese Woche. Sag nächste Woche eine gar nichts habe ich. Über Prüfungen dürfen wir nicht reden. Ja, du redest aber... Okay. Was? Scheiße. Amigo. Alibaba. Was denn? Oh mein Gott, es tut uns so leid, aber wir haben es erkannt. Hallo, was geht? Hi. Was geht? Alles gut bei euch? Ja. Hast du nicht heute Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag, ja. Alles Gute. Danke sehr, woher wisst ihr das? Ihre Insta-Story. Danke, Sano. Sorry, wir wollten gar nicht stören. Hey, danke, wirklich, alles gut. Danke. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Nein, tschüss. Sano, danke für deine Story, die machen. Ey, Sano macht gute Werbung. Das Mädchen vom Bus hat gerade geschrieben. Sano, Sarah geschrieben, Moment. Sie hat geschrieben, ich war die gerade, ihr seid die Besten. Dankeschön. In der Paribas. Eine, kennt ihr sie mir gar nicht. Wir sind an dem Ort, an dem wir jeden Sommer sind. Echt so eine richtig schöne Aussicht, so, ihr wisst schon, diese Sommer-Vibe. Können wir jetzt Eis essen gehen? Ja, beruhig dich jetzt. Die Sommer-Vibes hier sind einfach anders. Können wir jetzt Eis essen okay, gehen? Okay, Sano, okay. Geh mal, Eva, geh mal. Ich liebe Eis. Da gibt es Leute, die machen so ein Video zum Skaten. Ich dachte kurz Junkies. So, das sind Skater. Ich dachte, das sind Junkies. Sano, was sind für dich Junkies? Betrunkene Leute, die irgendwas machen. Schlimmes. Zum Beispiel... Ich habe gestern einen Junkie gesehen, aber was? Am Nachmittag. Was hat er gemacht? Ja, er ist so komisch gegangen, er hatte 5 Flaschen oder so und war komplett so... So komplett noch schlimmer als ich. Sie hat Pfefferspray. Ich würde jeden Tag... Du hast Pfefferspray? Ja. Du hast Pfefferspray? Was? Sicher, was glaubst du? Ich würde jeden Tag rausgehen am Abend dann... Du hast Pfefferspray, warum weiß ich das nicht? Warum hast du dir nicht die Erlaubnis von mir geholt dafür? Warum sollst du die Erlaubnis von dir holen? Wieso? Ich würde es auch heimlich nehmen, ehrlich. Das ist Schutz für ein Kind. Naja, Sano, du musst schon noch wissen, wie du es anwendest. Ich weiß. Okay, in welchen Situationen würdest du das anwenden? Wenn ein Junkie mich verfolgt. Oder irgendein Junge oder irgendeine Person. Stell dir vor, irgendeine Person hat einfach den gleichen Weg wie sie. Ich wette, sie würde es komplett falsch anwenden. Zwei Eis mit Kammerhell. Zweimal Magnum Mandel, bitte.
Ich weiß nicht, was der Mann dort alleine durchmacht. Aber ich glaube, irgendjemand hat sein Herz gebrochen. Ich glaube ich auch. Es sind immer die Frauen, die Männer das Herz brechen. Das ist so schlimm. So traurig einfach. Ein Blödsinn ist das. Schau diese Ente an. Sana, wie viel Geld müsste ich da geben, damit du gehst und fragst, ob du nicht tanzen darfst? Wie viel Geld? 10 Euro. Okay. Oder was du in deine Geldbörse hast, aber alles. Ich hab 15. Dann gib mir alles. Die 15 Euro, okay? Okay. Geh. Überwindung. Mir ist zu Ende. Da hätte sie dabei sein können, hätte sie mitgetanzt. Nein, Umarmung bekommst du nicht. Du bei der Umarmung dabei sein Nein. können. Nein, dafür bin ich 30. Nächster Tanz. Okay, nächster Tanz. Solange die keine perversen Tänze machen, kannst du mittanzen. Ah, ja. Ist gerade ein Tier, oh mein Gott, ist gerade ein Tier in meinem Eis gestorben. Ich glaube, es ist erfroren, als es reingeflogen ist. Okay, es sind perverse Tänze. Schaust du schon mit Arschwackeln. Da bleibst du schön sitzen. Okay, da bleibst du schön sitzen. Da ist die Ente wieder. Jemand freut sich, weil sie Blumen bekommen hat. Ich hasse es, wenn ich Paare sehe, wo der Typ seiner Freundin eine Blume gekauft hat, weil jedes Mal setzt er so einen Druck auf meine Schultern und ich muss dann auch Frauen Blumen kaufen. Ich hasse das. Ich hasse mich selbst. Zuallererst einmal, du musst gar nichts. Gar nichts. Okay. Zum Beispiel, warum freut man sich auf Blumen? Erklär mir das. Wofür? Wieso ich? Ja, du hast es gerade gesagt. Du hast eine nette Geste. Können wir ein Video dabei sehen? Ja, Bruder, natürlich. Danke, Bruder. Warum kann man sich auf Blumen freuen? Das ist etwas, was die Natur einem gratis gibt erstmal. Ja, das ist süß. Was heißt, das ist süß? Das ist süß, hä? Okay, also erstens, es ist einfach eine nette Geste. Welche Gäste? Wir haben in Österreich keine Verwandten, wir kriegen keine Gäste. Schnauze. Es ist einfach ein, okay, du hast an die Person gedacht. Etwas machen, was die Person freut. Ja. Und das ist süß. Warum müssen es Blumen sein? Es können auch... Müssen eh nicht Blumen sein, es können auch Ohrringe sein. Oh. Oder Schmuck. Oder du kannst zum Beispiel vom Garten, da zum Beispiel, aber das sind keine Blumen zum Beispiel. Okay. Aber schau zum Beispiel sowas, das ist auch so süß. Scheiße. Also einfach irgendwelche Sonnenblumen oder was? Also Frauen freuen sich, wenn Typen sich Mühe geben. Ich würde auch Blumen geben. Sana, scheiß auf Blumen. Bitte. Nein, nein, scheiß auf Blumen. Uff, oh, es riecht hier nach Gras. Rauchgras. Was? Du meinst Marihuana? Was ist das? Oh, das ist sehr gut. Ich küsse dein Herz weiter. Weißt du, was Gras und Rauchen ist? Das war's. Was? In meiner Schule rauchen ein paar Leute Vape. Oh Gott. Aber mit denen bin ich hier nicht zu, gar nicht befreundet. Mir ist es lieber, wenn Kinder Gras rauchen, als dass Frauen Blumen wollen. Okay, dann rauchen. Okay? Beruhig dich. Ich will einfach im Leben keine Blumen verschenken. Punkt. Dann mach es nicht und nerv nicht. Beistrich. Vielleicht mache ich es doch. Du hast mir nicht zu sagen, was ich mache. Das ist sowas wie ein Perserteppich, Sana. Was trägst du da? Das juckt mich aber nicht, was die anderen Leute sagen. Aber ist es dir schon mal passiert, wo du so im Leben, wo dir sowas passiert ist? Ja. Und zwar was genau? Ich kenne das von TikTok. Was? Gute Videos. Danke dir. Okay. Da war ich so 12, 13, ich weiß wirklich nicht. Ich hatte so ein Stitch-T-Shirt an. Ja. Mit so einer mit seiner Freundin. Dann kommt so irgendein Erstklässler zu mir. Ja. Und sagt, ja, wieso ziehst du das an? Das kann nur... kleine Kinder. Und wie bist du damit umgegangen? Ich bin weggegangen. Und das hat dich fertig gemacht? Nein. Okay, aber wie hat es... Danach habe ich noch ein T-Shirt angezogen, ein paar Tage später. Weil es dir einfach egal war? Ja. Und ich habe sogar zwei Stitch-Pullovers. Es gefällt mir. Das ist doch gut. Es ist mir egal, was andere Leute sagen. Es hakt bei ihnen. Okay. Und dann kommen die Person mit Barbie-T-Shirt. Sage ich auch nichts dazu. Ja, aber du sagst das wieder so abwertend. So. Ja, wenn die es zu mir sagen, dann sage ich es auch abwertend zu denen. Ja, Barbie-T-Shirt würde ich aber nicht anziehen. Barbie-T-Shirt würde ich nicht anziehen. Ich weiß noch, du warst damals 6 Jahre alt, als wir nach Österreich gekommen sind, okay? Ist dir irgendwas passiert in den ersten Jahren in Österreich, wo du so, sagen wir mal, sagst, okay, das war eine scheiß Erfahrung. Außer, dass du auf Flohmärkten irgendwie mit alten Frauen verhandelt hast. Ja, du warst ja in den ersten Jahren mit Mama auf Flohmärkten. Oh mein Gott, ich hab Flohmärkte geliebt. Ich weiß. Oh mein Gott. Leute, Sarah hat mal auf einem Flohmarkt ein Pferd für sich gekauft. Also nicht so ein echtes Pferd, sondern so ein Schaukelpferd. Echt? Ja. Na, für Sano. Ja, warte. Ihr habt das für 4 Euro gekauft. Das war so ein schwarzes Pferd, wo man drauf sitzen konnte. Und das war so aus echt gutem Material. Und ich habe das im Internet dann für 20 Euro verkauft. 2010. Ja. Was? Ja, 100 Pro. Es kommt mir so bekannt vor. Ja. Mir nicht. Ja, du bist aber dieses Pferd geritten, so wie du Bienen reitest. Was waren so negative Erfahrungen, die du in Österreich gemacht hast?
negative Erfahrungen, die ich in Österreich gemacht habe. Ja. Alles im Leben ist kaputt. Was? Alles im Leben ist kaputt. Ja. Aussehstyle ist kaputt. Das ist nicht kaputt. Was ist kaputt? Dein Style ist nicht kaputt. Dein Style ist noch immer perfekt, wo du klein danke. Warst. Was willst du jetzt haben? Welches Oberteil willst du von jetzt haben? Es reicht, Sarah. Ehrlich, ich besitze nichts mehr wegen dir, gar nichts. Egal, wir machen trotzdem Tauschgeschäft, also bitte. Wenn ihr Tauschgeschäfte macht, was bekommst du von Sarah? Nichts. Ich weiß nicht, wieso es Tauschgeschäft heißt. Hallo, ein Eis hast du letztes Mal bekommen, aber... Nein, ich habe nicht ein Eis bekommen. Weißt du, was ich bekommen habe? Was? Dass sie mir Eis aus dem Kühlschrank holt. Also in eurem Zimmer würde ich nicht leben wollen. So viel Geruch und Haare will ich nicht haben. Du brauchst nicht reden, wenn man in dein Zimmer reinkommt. Okay, erstmal nicht gelüftet seit 10 Jahren. Voller Fürze und ich weiß nicht was. Du kommst rein, es ist stickig. Und dann sieht man sich nur so, wie du da liegst und schläfst. Oh nein. Hast du denn einen Barbie-Film im Kino angeschaut? Sanna, glaubst du echt, ich gehe ins Kino, um mir einen Barbie-Film anzuschauen? Aber das ist so, schau wie cool. Schau mal, wie klein sie ist auf Scooter. Sie ist einfach auf Augenhöhe mit ihr. Ihr Kopf geht bis zum Scooter rauf. Aber ihre Töpfe. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Wir fahren jetzt nach Hause. Sarah ist müde. Sarah verdirbt uns natürlich immer die Stimmung. Danke dafür, Sarah. Ich hoffe, du hattest Spaß bei deinem Geburtstag. Ja. Leute, mein Geburtstag war sehr schön. Ich danke euch allen, dass ihr zugeschaut habt. Das war's. Auf Wiedersehen und Astella. Bis da. Und wir Frauen benutzen Nippel.